Nach Musa a.s. im Vergleichnis kommt Mohammed. Das heißt, wer ist überschritten worden? Isa. Jetzt nach Isa, wer wird überschritten? Mohammed sallallahu alaihi wasallam, damit du an Mirza kommst. Verstehst du, was das ist? Vorsicht, wie gefährlich das ist. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie so in Reihenfolge geschickt, aber bedeutet nicht, dass sie so dementsprechend sind, die gut oder schlecht. Nein, das spielt keine Rolle. Ich bin der Letzte, nicht Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Nach Musa kommt Mohammed und nach Isa komme ich. Das heißt, wir überholen uns. Mohammed sallallahu alaihi wasallam war der Letzte. Nein, ich bin der Letzte. Isa alaihi salam war der Letzte nach Musa. Nein, Mohammed ist der Letzte nach Musa alaihi salam. Und ich bin nach Isa. Das heißt, ich, mit mir Allah subhanahu wa ta'ala hat die Erde abgeschlossen, beziehungsweise seine Botschaft abgeschlossen. Er sagt, du musst diese Gleichheit ergeben, so musst du es von dieser Gleichheit ergeben, dass am Ende dieser Nachkommenschaft ein Messias erscheint, welcher dem Messias der Nachkommenschaft von Moses gleich ist. Auch Juden muss es geben, wie die, welche den Messias des Unglaubens Angeklagten und des Betrugs entschuldigen oder beschuldigen. Ein Ahmadaner darf nicht für einen Nicht-Ahmadaner beten. Das heißt, wenn du ein Ahmadi sagst, mach mal Dua für mich, sagt darf er nicht. Wenn einer ist aber täte, ne, dann wäre er mit seiner Tat so, als bete er für einen, welcher darauf bestanden hätte, dem Messias zu widersprechen und zu leugnen. Und er ist darauf gestorben. Allah hat es wohl verboten, für die Heuchler zu beten. Das heißt, die alle Muslimen sind Heuchler. Alle anderen Muslimen. Geschweige denn für ungläubige Leugner, welche seinen befohlenen Boten leugnen. Das heißt, wenn du Mirza ablehnst, bist du ein Heuchler. Munafiq. Erinnert euch, sagt er, Mirza, erinnert euch immer daran, dass euch die englische Regierung Gnade und Segen ist. Nicht Allah ist Gnade und Segen, englische Regierung ist Gnade und Segen. Sie ist wohl die Rüstung, welche euch beschützt. Nicht Allah beschützt euch, die englische Regierung. Deswegen kriegen sie Asyl. Stellt euch mal vor. Die Engländer sind euch 1000-mal besser als die Moslems, die in der Tat eure Feinde sind. Und die sagen, die sind unterdrückt. Guck mal hier. Ahmad, der verheißene Gottgesandte der Welt. Gottgesandte der Welt. Ahmad, der verheißene Gottgesandte der Welt. In dem Buch steht da geschrieben, sodass wir Heuchler sind, dass wir schlimmer, beziehungsweise wir sind schlimm für sie als die Engländer, sondern die also nicht nur das, sondern die Engländer sind die Erzeuger von Barmherzigkeit und Siegen und was auch immer. All meinen Anhängern gebe ich den Rat. Er gibt einen Rat. Die Maulawiya, Gelehrten des Islams, die Gelehrten des Islams oder die Moslems zu hassen. Guck mal, was für eine Liebe von dieser Glauben. Er sagt, gib einen Rat. Wenn du ein Ahmadi bist, musst du hassen die Ulama von den Muslimen. Hassen. Welche das menschliche Blut hinter Vorwand der Religion vergießen und die schlimmsten Sünden unter dem Frömmigkeitsschleier begehen. Meine Anhänger haben diese englische Regierung dieses alles zu verdanken. Mir bist du wie meine Einheit. Allah hat zu ihm gesprochen. Allah soll zu ihm damit gesprochen haben. Mir bist du wie meine Einheit. Weißt du, was das heißt? Das heißt, wenn du sagst, La ilaha illallah, Mirza ist genau wie La ilaha illallah. Komm bitte schön. Du bist mit Verstand. Du bist mit Herz. Du bist ein Mensch. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich hoch gemacht. Warum erniedrigst du dich damit? Schirk zu begehen, Kafir zu werden, diesem Mann zu folgen. Mir bist du, Allah zu ihm, wie meine Einheit und meine Einsamkeit. Gott ist einsam. Du bist mir wie mein Thron. Du bist mir wie mein Sohn. Was noch? Wahrhaftig hat Allah, der Allmächtige, zu mir gesprochen. Und gesagt,
dass der Messias der Moslems von großer Bedeutung ist als der Messias der Juden. Das heißt, er ist größer als Jesus. Er ist größer als Isa Alisa. Mirza. Ich habe dich von Wesen Jesu geschaffen. Und ihr hört, Jesus und du, zum einem Wesen, als ob ihr eins und dasselbe wäret. Verstanden? Allah redet mit mir, mit Mirza, und sagt, ich habe dich vom Wesen Jesu geschaffen. Und ihr hört, Jesus und ihr beide, ihr sollt mir zuhören, was ich sage. Jesus und du, zum einem Wesen, als ob ihr eins und dasselbe wäret. Kein Unterschied. Also, an der Allah mündlich zu seinem Diener und in seinem Diener spreche, zu seinem Diener und in seinem Diener spreche, sagt er, sich sein Herz zum Throne mache und ihm mit allen Gaben und Gnaden der früheren begnade. Ich wäre meine Mitmenschen ungerecht, wenn ich ihnen nicht in dieser Stunde verkündet hätte, dass ich in dieser geistigen Stufe bin, dass Allah mir diese Art Ansprache begünstigt hat, welche ich eben ausführlich erwähnt habe. Allah hat mit ihnen geredet, nicht Jibril. Allah hat mit ihnen geredet. Hört damit auf, sagte er, vom Sohn Marias zu sprechen. Ghulam Ahmad ist wohl vorzüglicher als er. Allah hat mir alles zusammengegeben, was er allen Propheten im Einzelnen gegeben hat. Was Mohammed gekriegt hat, was Isa a.s. gekriegt hat, bis Adam. Alle Propheten haben was gekriegt und Mirza kriegt alles auf einmal, in einen Schlag. Das ist gar nichts. Das, was ich ausgesucht aus der Schnelle, ist nichts. Aber das ist nur für denjenigen, die wirklich Verstand besitzen. Allah subhanahu wa ta'ala braucht keinen dummen Menschen. Wer dumm ist, ist dumm für sich. Allah beschreibt sie in dem Koran selber. Er sagt, die sind wie Tiere. Nein, die sind noch sogar irrer als die Tiere, beziehungsweise irreführender oder irreführbar als die Tiere. So, wenn diese Menschen so irreführbar sind, brauchen wir die nicht. Die sind deswegen erschaffen worden, damit sie Zündstoff für die Hülle sein müssen. Das geht nicht anders. Shaitan hat sie schon gewonnen. Wir versuchen mit den Vernünftigen, mit den, sagen wir, den einen oder den anderen, der geistigen oder gesunden geistigen oder Menschenverstand besitzt, der wirklich sich darüber Gedanken nachmacht, überlegt. Der eine, der sich entschlossen hat, mit dieser Organisation zu gehen und zu leben und zu zahlen, mit der Hoffnung, der ist unschuldig, mit der Hoffnung, dass er ins Paradies dadurch geht, weil dieser Mann, mir sagt, hat die ganze Wahrheit verdreht. Seine Werke liegen nur darin, um die Wahrheit zu verdrehen, sodass er die Menschen irreführt. Und diese Organisation verbreitet sich allmählich und wird immer größer. Dann spalten sich die Menschen, die Guten von Schlechten ab. Und ähnliche Sekten wie die Wahhabiyya, die Allah subhanahu wa ta'ala verkörpern. Sie machen für Allah subhanahu wa ta'ala eine Hand. Sie machen ihn einen Fuß, einen Kopf, Finger.